Moment, habe ich noch gar nicht probiert. Ich glaube, nee, hier kann geht ich nur nicht. Der Intervall. Nur genau. Ein Schacht. Na gut, da haben wir schon da, was das betrifft, alles eingestellt. Was du schon mal machen kannst, ist das Thema Lotfee schon mal vorkonfigurieren. Das hast du, glaube ich, auf Einfügen und Entfernen gelegt, die Bombenvisiergeschwindigkeit. Ja. Die kannst du schon mal so auf irgendwo im Bereich 390, 400, 380 oder so legen. Km/h. Genau. Und die Visier, das hast du dann auf Position und Ende. Die Abwurfhöhe, die legen wir mal auf 5000, definieren wir schon mal vor. Das dauert ein bisschen, bis der da hochkurbelt. 4000? Mach ruhig auf 5000, wir werden schon relativ hoch dann sein. Bei dir ist ein großer Lutenbums. Ja, ich starte jetzt gerade jetzt. Langsamer machen. Und ansonsten, das überlegen, brauchen wir nicht viel. Wir wählen einfach einen langen Anflug, dann erkläre ich dir alles. Weißt du, das ist ein Gummiband oder was ist das jetzt? Bei der Heinkel wie. Ui, euer Anflugslang wird jetzt schon lang genug, wenn er über Norden dreht. Guck mal, wo ihr seid. Wir kollidieren mal leicht über Rolf, bitte. Und weil das Ziel ist es, dass du im Moment des Bombenabwurfs, dass da das Fadenkreuz auf dem Ziel wirklich ruht. Dann hast du das mehr oder was die Höhe und oder vor allem die Geschwindigkeit betrifft eben richtig eingestellt. Also erst dann werfe ich praktisch ab. Ja, abwerfen tut er automatisch, sobald er denkt, dass er über dem Ziel ist. Ach so. Also glaube ich im Notfall bei 20 Grad, aber wenn da natürlich alles falsch eingestellt ist, dann schmeißt er halt falsch. Aber genau, Ziel soll es bei dir sein, dass das Visier auf dem Ziel ist und nicht wandert, wieder nach links oder rechts. Also es ist sozusagen wie bei der Stuka, wenn ich runterstürze, er wirft dann halt an seiner Höhe ab, wenn er denkt, es passt. Und ich habe einfach nur dann das Flugzeug, beziehungsweise hier das Lotfee so zu bedienen, dass es im Kreis ist, also im Ziel. Genau, richtig. Du musst ihm mal sagen, wie hoch du bist sozusagen und welche Geschwindigkeit du hast, damit er weiß, in welchem Moment er die Bomben abwerfen muss, um... Verstehe. Ich ziehe eine Spitfire bei French Point. Ich bin bei French Point direkt drüber. So 45 durch. Fliege Richtung Calais. So wird hektisch werden, der Bahnhof, glaube ich. Ich bringe sie Richtung Coquel, okay. Deswegen fliegen wir früher weiter. Ich muss jetzt gleich noch mal einen ruhigen Moment mir die Tastenbedingungen alle angucken. Ich weiß, wo ich was wann drücken muss. Das hilft mir immer ganz gut. Ja, wir gehen es nochmal schnell durch. Einfügen, entfernen. Tust du die Geschwindigkeit erhöhen? Das musst du dann mehr oder weniger kontinuierlich anpassen bis zum Abwurf ständig. Position 1 und Ende tust du die, was sag ich jetzt richtig? Die Höhe, genau. Die Visierhöhe, genau. Eben machst du, genau. In der Regel ist es so, wenn wir, sagen wir mal, auf 5000 Modus in den Kurs, automatischen Kurssteuerungsmodus wechseln, dann versucht der Autopilot die Maschine auf eine gewisse Geschwindigkeit irgendwie bei angezeigten 300 irgendwas zu bringen. Und dann sinkt man erstmal in der Regel durch. Also da verliert man meistens noch so 300, 400, 500 Meter sowas. Ich fliege ja mit 109 vorbei und ich habe keinen blassen Schimmer hier, was hier abgeht. 100 Meter an der vorbei und die sieht die Speed nicht. Ich glaube, ich scheiß mich ein. Bitte weiter, Dui. Du fliegst mit Anfängen, das ist es. Nachdem er durchgesunken ist und die Geschwindigkeit erreicht, hält er die Höhe. Und wenn du die einmal eingibst, dann kannst du dich darauf verlassen, dass der Plus 50 Meter, die dann auch bleibt. Die ist noch weit weg. Die ist jetzt ein paar hundert Meter hinter mir. Und sonst, ja, es gibt eigentlich nicht so viel, es ist simpel, aber im ersten Mal halt nicht erklären kann. Nein, ich bin noch. Also ich stelle einfach die Geschwindigkeit. Und wichtig habe ich vergessen. Ja. Ja. Ich bin wichtig ist noch ein Kilometer vom Coquel entfernt, jetzt geht Flacken an den drei Flugfeldern. Ja, habe ich auf Umschalt. Ja, da bin ich jetzt. Ich stehe gerade runter, sie hat mich unterflogen. Jetzt ist es gerade so, können wir... wenn ich das anschaue, das heißt, ist es... Moment, können wir nichts machen, wir haben noch geklappt. Später schreien wir Ruhe! Tja. Also sterbt in Stille, freien wir dann. Bombenvisierautomatik, die hat mehrere... Levels, da hast du vorhin gemeint. Also ein oder zwei. Die Kurssteuerung hat, glaube ich, heißt die mehrere Levels. Die Automatik hat nur einen. Achso, okay, die muss ich praktisch kurz bevor ich werfe dann einstellen. Du, wenn wir euch zu laut sind, dann könnt ihr natürlich auch den Kanal wechseln. Das ist natürlich. Wir sind hier mit dem Flieg. Ich kann hier nicht raustappen. Passt doch, im Moment sind wir noch ruhig. Später freien wir dann schon. Haut ab!
hier Rolf, Lisa, bitte, nicht eskortierenden ich stecke gerade über Rolf. Ich mache jetzt Rolf Lisa. Hinten dran. Die habe ich noch rechtzeitig gesehen, weil ich bin Richtung zwei Kontakte der westlichen Schiffe angeflogen. Plötzlich sehe ich, schaue ich hinter mich. Ich bin langsam geworden, ich werde wieder ein bisschen schneller. Oh, der ist jede Menge Flak. Und zieh sie mal in einen anderen Kanal oder zieh uns rüber, weil... Ne, dann zieh uns doch in einen anderen Kanal. Ja, genau. Das macht ja nichts. Falter, sie auf. Ach, Gott sei Dank. Jetzt ist hinter das Speedy rein. Ich möchte Pantast mal abschießen. Das ist mir bisher noch nie gelungen. Ah. Boah, aber das war mal schlecht geschossen hier. Ja, Pilot Kill ist für den Kanal ja schlecht geschossen. Oh, ich hab 6. Wo? Da oben auf dem Heimweg noch. Nicht bei den Schiffen. Oh, ich brenne. Ah, shit. Sergeant Moose. Das ist auch low. Flieger. Wie geht's dir so? Doktorarbeit kommt voran. Jo, wenn ich mal Zeit finde dafür, ich muss vieles, viel Außertourliches machen. Viele Projektberichte noch schreiben. Das okay. Bremst nicht ein bisschen aus. Morgen eher eine Präsentation mit einem Kollegen zusammen von der Arbeitsgruppe. Aber das ist halb so schlimm. Und nächste Woche, Anfang der Woche, geht es nach Rumänien für 3 Tage für Projektmeeting. Hoppla, ja, nicht schlecht. Ja, wobei jetzt Rumänien tönt mich nicht so an. Nee, aber so schön. Dienstreise ins Ausland. Ja, aber ich meine, man sieht ja von dem Land eigentlich im Prinzip nichts. Keine Freizeit? Nee. Die Meetings gehen von 13 Uhr, also es beginnt am Montag um 13 Uhr, geht bis 19 Uhr. Dann ist Social Evening mit Abendessen halt, bla bla bla. Und dasselbe dann am Dienstag und am Mittwoch geht's halt zum Mittag ja, okay. Im Haus. Na dann. Oh nein, der Dui. Dewey Gunner was killed by Spitfire. Ihr Schweine, ihr habt Dewey getötet. Ich glaube, ich habe so miserabel getroffen bei der Spitfire jetzt gerade, weil ich viel zu weit weg war. Ich war, glaube ich, noch 500 Meter entfernt. Habe dann irgendwann halt mal 2-3 Kanonentreffer gelandet und einer davon war halt ein Pilot Kill. Ja, gut. Ja, da habe ich gut 15-20 Schuss pro Kanone verknallt. Hey Karaya, ich mache mich mal ins Bett dann. Jo, okay. Kannst du mich vielleicht Richtung Dewey und Lebano aufziehen? Da ist was Böses. Muss wegstürzen. 50 Kilometer, du spielendes Spiel. Und irgendwann trifft man ihn auch. Und dann ist halt der Vorteil, weißt du, ich meine, wenn ihr jetzt zu zweit gewesen wärt, wärt ihr wahrscheinlich auch beide mit ihm rumgekurft und dann wäre auch keiner bei uns gewesen. Ich meine, das kann man vielleicht machen, wenn man zu zehnt ist, aber sonst dranbleiben. Und in Klammern, das war ja eigentlich eine gute Ausgangssituation, weil der ja von unten kam. Also weißt du, eigentlich hattest du ja den schönen Energievorteil. Da hättest du mir nur ein bisschen Öldruck mehr Energie nehmen müssen. Verloren. Ja, ich meine, sind auch aus.
rennen auch beide jetzt witzigerweise. Ja, ich gehe auch bei südlich von dir runter. Jungs, ich wünsche euch einen schönen Abend. Du wolltest doch vor längst ins Bett. Ja, ich weiß. Guck mal. Wo ist denn der nächste Flugplatz? Tschüss. So. Tschüss. Oh, ich hab dich unter mir, du bist südlich von Diel auch. Oh ja, da raucht das sehr schön. Dann machen wir da ein doppeltes Fliegerdenkmal. Kann dann, boah, ich werde immer noch beschossen, hier brennt schon alles und trotzdem noch. Wo habt ihr euch gedenkmalt? Gibt's da nicht. Noch nicht. Südlich von Diel gleich. Morgen schaffen wir wohl nicht mehr, ne? Ja, wie hoch seid ihr denn reingekommen? Auf Ziel sind wir auf 50. Den haben auch super zerstört. Okay, nur weil in der Höhe waren relativ wenige. Also ich habe da ewig lang gebraucht, bis ich jemanden gefunden habe zum Antackern. Wir haben beim Rückflug leider 4 Stück, glaube ich. Walter hat eine beschäftigt und 3 kamen dann noch durch. Ja, ich habe jetzt gerade eine auf 50. Und eine Spit habe ich jetzt noch erwischt. Ah, oh, sehr schön. Eben habe ich noch mit dem... Ja, ja. Müsste irgendwo der Grafschaft kennt sein. Tino hat auch noch eine erwischt. Du bist südlich von dir gewesen. Ja, ich habe jetzt Richtung Dover gezogen. Ja, genau. Oh Gott, ich muss auch mal wieder ein bisschen schneller werden, um dann noch irgendwie... Ich glaube, das wird eine Explosion. Ihr seid fast auf Boden, kann man sagen. Kann die nicht mehr abfangen. Ja, ja, klar, wir gehen nicht mehr uns nach. Wir sind kreisen auf die Spitz teilweise um mich rum und schießen ab und zu noch. Wir setzen uns ja auf. Ich glaube, ich sehe dich. Oh, jetzt darf ich Tee trinken, jetzt werde ich gefangen genommen. Ja, aber du kriegst nicht, ganz harten Vollkorn-Biscuits. Boah, die Maschine brennt an allen Ecken und kann. Ja, bei mir auch. Ich glaube, irgendwann erwischt es auch den Piloten. Bei mir hat sie schon in den Rumpf durchgefressen, glaube ich. Boah, man, außerdem falle ich extrem schnell gerade. Oh, nee. Oh, ja. Oh, nee. Explosion. Ich guck mir jetzt noch Notlanden. Ja, da war leider nichts mehr an Kontrollen da. Die Geschwindigkeit hat noch gepasst, aber naja. Ein Fressen der Flammen. Ah, da hinten sehe ich noch die Flakbögen, da musst du gerade runtergegangen sein. Aber wenigstens dieselbe Gefangenenlager. Ja, da wäre sowieso keine Fonds, die 4 hätten uns auf jeden Fall platt gemacht. Hast du es denn überlebt, Bald? Ja, noch lebe ich, bin jetzt auch bei euch, also da, wo du wohl runtergegangen bist. Ich habe hier noch einen Kontakt. Die Bahn war dann, also ich ist näher an Dover noch. Barry and Ashford. Bitte, für die Spit habe ich 0,02 Abschüsse bekommen, ist doch meine Frechheit. Ach, das passt schon so. Kannst du mal gerade gucken, wie viel ich bekomme, nur mal aus Spaß? Da müsste 0 sein, oder? 0,0000. Ah. Ja, so passt das. Mehr darf du nicht bekommen. Bitte, 50 Mal, dann habe ich einen ganzen Abschuss. Geschmarri. Ja, doch, für ja, schöner Einsatz, war geil. Ja. Ewig auch nicht mehr Ziele aus der Höhe bombardiert. Und das war noch relativ schwer, weil wir wirklich quer rangekommen sind, weil es längs wäre das nur mal ein Stückchen einfacher gewesen. Und sind beide auch. Wir haben deutlich mehr Fläche gehabt. Ja, ja. Das war schon beschädigt übrigens, aber trotzdem haben wir auf jeden Fall den Rest gegeben. Aber du hast die Einschläge leider nicht gesehen. Doch, doch, ich hab da noch schnell runterschalten können. Ich war im falschen Gunner gewesen, aber dann ging's. Ja, das schnell auch da hin, da hab ich's noch gesehen dann. Haben sich ziemlich zerstreut, oder? Also so von der Länge von ein bisschen auseinandergezogen. Jetzt kann ich alles wieder gut machen. Hier wären gerade 210er von 2 Spitties angegangen. Ja, ich bin bei den westlichen Schiffen südlich von Hawkins, das ist eine Spitty, die eine 109 angeht. Aber es waren alle im Ziel gewesen, es waren ein bisschen links, ein bisschen rechts gewesen, ne? Eine Reihe ist bei uns ein bisschen, genau, eine Bombe ist ein bisschen rechts und genau, eine ein bisschen. Wo hast du denn hingezielt? Bisschen links, wie du gesagt hast. In die hast. Mitte? Okay, ja, eher wirklich ans linke Ende oder eher ein bisschen Mitte links? Weißt du, ja, was? Mitte links, so. Okay, ja, witzig, ja, ich, ja genau, ich habe ans linke Ende, aber. Nee, dann waren meine die rechten wahrscheinlich. Ja, geile Treffer jedenfalls. Vor allem für den ersten Abwurf Respekt, ungelobt. Ja, aber du hast doch gemerkt, oder an sich ist es simpel, wenn man die Zeit hat,
und das Ziel rechtzeitig sieht, dann ja, gibt es ja nicht so viel zu beachten. Ja. Jetzt hat natürlich noch Glück, dass der Wind noch einigermaßen sehr leicht war, aber hast ja auch gelesen, trotzdem ziemlich weit noch über Rolf weggedriftet. Da war ich ein bisschen überrascht, ehrlich gesagt. Das hätte dann ein bisschen leichter. Ne? So, gut, gut. Ich hab's übrigens auf Video. Soll ich es mal hochladen? Interessiert dich das nochmal zu sehen? Ja, sehr, sehr gerne natürlich. Die letzten Meter, nur die letzten, ja, gerade noch. Oh, der wirft da gerade, das sehe ich jetzt erst. Du warst ja vor mir, hast dann geworfen schon, als ich in dem Moment sozusagen in den Gunner gesprungen war. Dann waren deine die besseren. Deine sind zuvor eingeschlagen. Okay. Ah, warte mal doch, du warst vor mir, dann müssen deine die besseren gewesen sein. Aber meine, die zu weit rechts gegangen sind eher. Also doch, okay. Warum macht ja nichts, aber der eine war ja auch noch im Ziel. Ja, aber eher geframmt, glaube ich. War drin. Egal, sieht trotzdem ja jetzt gleich. Wo sitzt er? Wo sitzt er? Nee, geil, 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 sehr schön. Lade ich hoch. Dui hat's nicht überlegt und überlebt und sagt geil. Mensch, kommt auch nicht allzu häufig vor. Das in Klammern ist ein Unterschied beim Bomber. Bei mir ist die Bomber-Mission weil es erfolgreich verlaufen, wenn ich das Ziel getroffen habe. Also das Höhenbombardement meine ich. Alles, was danach kommt, ist sozusagen noch, das Kirsche auf der Torte sozusagen. Der 111 wäre ich schon gerne nochmal gelandet, das habe ich schon lange nicht mehr gemacht, aber das hole ich demnächst mal nach, dann fliege ich mal ein paar Platz rein. Ach, da fliegen wir nochmal einen Höhenbomber, das kostet doch immer nur so 1,5 Stunden gefühlt. Naja, es dauert immer ewig, oder? Also, ich meine, jetzt haben wir auch einen langen Anflugweg gewählt, aber grundsätzlich steigt die halt einfach wirklich lang. Schön, schön, schön. Ich habe keine Ahnung, was mit den Roten im Moment ist, aber die scheinen wirklich gut koordiniert zu sein. Es ist doch kein Zufall, dass wir da wieder hier auf... Wir waren doch dann wieder auf fast 50, glaube ich. Nee, sogar über 50 teilweise, dass die uns da wieder in solchen Massen gefunden haben. Oder die nutzen wirklich gut das Thema Radar einfach. Jo, ich musste dann jetzt auch noch abspringen. Konntest noch einer was mit? Jo, mitgeben konnte ich hier noch was, aber... Als ich gerade die vordere beschossen hat, hat es hinten bei mir eingeschlagen, sagen wir mal so. Der hat mir natürlich auch gleich die Kontrollen zerteppert. Okay, Interferry ist zerstört. Sehr schön. Rido. Na, dann haben wir die Karte ja fast gewonnen, oder? Was fehlt noch? Ein Flugfeld, glaube ich, Littlestone, in die Geschmarie. Canterbury... Was ist zerstört? Canterbury oder Canterbury Railroad? Oh, Blau hast gewonnen. Na, Widow. Haben wir doch unseren Teil dazu beigetragen. Einen großen Teil sogar, wenn du so willst. Stimmt, dann haben wir auch schon Ziele getroffen, gell? Was hatten wir denn davor? Ach nee, ich glaube, das war gar nicht die Mission. Ach, dann gehe ich noch schnell landen. Das muss noch sein. Ich bin jetzt bei Visant. Das geht sich schon noch aus. Ich meine, oft ist ja so, dass wir... dass sie den Dover zerstört haben komplett, ne? Irgendwie noch ein paar. Stimmt, paar das haben anderes. Wir hier gar nicht, gell? Das genau, hier war ja der Server auch neu gestartet. Ja. Genau. Canterbury hat mir da vorher angegriffen, die Straight Road. Ja, leider auch nicht zerstört, aber das war ja noch die Karte davor, genau.
0,94, na geil. Was, wie viel? Nix. 0,94 ist doch fast ein Abschuss, oder nicht? Sogar ein ja, fast so. Ich find's dann immer deprimierend, weißt du, wenn dann so, weil ich sehe, wie lange ich fliege, wie lange manche andere so fliegen und ich treffe immer noch nichts. Naja, also ich glaube, bei der Eskorte hier, da ist es in der Regel normal, dass man weiß, ewig lang, du bist ja eine Dreiviertelstunde mit uns nur in, naja, Formation geflogen. Wo sollen da die Abschüsse her? Nee, das ist klar, sag ich mal, aber ich das ist ja klar, weil ich sag mal, Feuer waren ja auch schon eine Mission, sind ja auch schon Missionen gelaufen. Also. Ah, wunderbar, Mission beendet und ich bin gerade gelandet, sehr schön. Ah, sehr schön. Etwa mehr als 0,94 Abschüsse? Knapp, denke ich mal, knapp.